Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch mit einfachen Mitteln eure Gesichtsreinigung selbst machen könnt. Ich mache dieses Video während der Corona-Krise, wo viele von uns viel Zeit zu Hause verbringen. So habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit, die Reinigung selbst zu machen. Da die Zeiten für die eine oder andere auch wirtschaftlich nicht einfach sind, ist das hier ein guter Weg, viel Geld für eigentlich unnötige Kosmetikprodukte zu sparen. Ich habe darauf geachtet, dass hier nur Sachen verwendet werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man sie ohnehin zu Hause hat. Es kommen also keine abenteuerlichen Zutaten zum Einsatz. Wer sich mehr Tipps zum Thema natürliches Anti-Aging wünscht, schaut sich am besten meine Homepage an. Den Link gebe ich dir unter das Video. Die Idee hinter dieser Reinigung ist die: Unsere Haut wird im höheren Alter immer dünner und empfindlicher. Was sie so überhaupt nicht brauchen kann, ist Wasser und Reinigungsprodukte, da beides den natürlichen pH-Wert der Haut immer durcheinander bringt und sie unnötig austrocknet. Ich war auf der Suche nach etwas, womit ich das zumindest morgens meiner Haut ersparen kann, da sie zwar gereinigt gehört, aber keine starken Verschmutzungen hat. Die sind die Zutaten, die du brauchst: Natron, also Speisesoda, Haferflocken, Reis, grünen Tee und Apfelessig. Oder statt dem grünen Tee und Apfelessig eventuell Kamillentee und Aloe Vera Gel, falls deine Haut sehr empfindlich und trocken ist. Aloe Vera Gel kannst du auch weglassen, falls du keines zu Hause hast. Also wie du siehst, nichts, was man nicht ohnehin im Haus hätte. Was die Haltbarkeit und Aufbewahrung betrifft, dazu sage ich dir am Ende mehr. Jetzt machst du Folgendes. Nimm nun eine kleine Tasse Reis, am besten Bio-Reis, und gieß ihn mit einem guten Liter Wasser auf. Du kochst den Reis jetzt ganz normal 15-20 Minuten, je nachdem welchen Reis du hast, und hebst dir das Wasser von dem Reis später auf. Du gibst einen Teelöffel grünen Tee in eine Tasse und gießt ihn mit 75 Milliliter kochendem Wasser auf. Du kannst auch einen Teebeutel nehmen. Falls deine Haut sehr trocken und empfindlich ist, nimmst du statt dem grünen Tee Kamillentee, ebenfalls einen gut gehäuften Teelöffel mit 75 Milliliter kochendem Wasser aufkochen und 15 Minuten ziehen lassen. Also egal, ob du den grünen Tee verwendest oder Kamillentee, 15 Minuten ziehen lassen. Währenddessen kannst du dir schon das nächste vorbereiten. Du nimmst eine Messerspitze Natron und gießt es mit Wasser auf, so dass ungefähr ein Schnapsglas zusammenkommt. Durchrühren, aufheben. Das Wasser soll ungefähr Hauttemperatur haben. In eine kleine Schüssel gibst du jetzt einen Teelöffel Haferflocken, die du mit dem Rest von dem kochenden Wasser aufgießt, so dass die Haferflocken gut bedeckt sind. Das hier ist schon fast ein bisschen zu viel Wasser. Gut bedeckt soll es sein. Nach 15 Minuten seist du den Tee ab und gibst ihn in ein Gefäß. Falls du den grünen Tee verwendest, gibst du jetzt einen Teelöffel Apfelessig dazu. Das ist unser hausgemachter Apfelessig, nur falls du dich wunderst, wie der ausschaut. Einen Teelöffel Apfelessig. Keine Angst, wenn man das für die Haut verwendet, der Geruch verfliegt innerhalb von ein paar Minuten. Falls du empfindliche Haut hast und dir den Kamillentee hergerichtet hast, seist du den ebenfalls nach 15 Minuten ab und rührst noch einen Teelöffel Aloe Vera Gel dazu. Also falls du kein Aloe Vera Gel hast, verwendest du nachher einfach den Kamillentee. Aber solltest du so etwas zu Hause haben, dann rührst du jetzt einen Teelöffel zu dem Kamillentee dazu. Hier wird schon der Reis abgeseiht. Das Reiswasser wird aufgehoben, das ist das, was wir verwenden wollen. Und es reicht für mehrere Tage, aber dazu sage ich später dann noch mehr. Für eine Verwendung brauchst du ungefähr so eine Schüssel, wie ich sie hier zeige. Das ist schon mehr als ausreichend, was ich da in die Schüssel hineingegeben habe.
Und jetzt hast du alles, was du brauchst. Du hast das Reiswasser, du hast Natron, du hast Haferflocken und dann entweder grünen Tee mit Apfelessig oder Kamillentee mit oder ohne Aloe Vera Gel. Jetzt kann es losgehen. Ich habe mir hier schon alles vorbereitet und jetzt kann es losgehen. Zuerst wird die Haut mit dem Natron gewaschen. Das verbessert das Hautbild und macht die Haut weich. Aber vor allem ist das ja eine basische Pflege der Haut. Wenn nämlich der Körper übersäuert ist, versucht er, die Säure und damit die Schlacken auch über die Haut loszuwerden. Deswegen bieten wir das Jensura Basenbad in unserem Shop an. Vielleicht schaust du da mal rein. Übersäuerung lässt die Haut nämlich schneller altern. Ich zeige dir diese Hautreinigung in meinem Studio. Deswegen werde ich nur eine Wange waschen und fange, wie gesagt, mit dem Natron an. Du brauchst auch einige Wattepads. Du tunkst ein Wattepad in dieses Sodawasser und wäschst damit deine Haut. Dann nimmst du statt Seife sozusagen den Haferbrei. Die Haferflocken selbst sind ein sanftes Peeling, aber nach und nach entsteht ein milchiger, seifiger Film auf der Haut. Nimm dir ein bisschen Zeit, um dein Gesicht mit den Haferflocken gut einzuseifen. Haferflocken enthalten jede Menge Substanzen, die deine Haut auf eine natürliche Weise reinigen und pflegen. Sie entfernen sogar Make-up-Rückstände. Außerdem enthalten sie B-Vitamine, Zink und Vitamin E. Das sind alles wichtige Stoffe für die Haut. Du kannst das jetzt auch ein bisschen einziehen lassen. Den Rest nimmst du mit einem Wattepad ab. Aber du kannst dir ruhig Zeit lassen und diesen milchigen Film so ein bisschen in die Haut einziehen lassen. Es gibt auch viele Gesichtsmasken, die aus Haferflocken gemacht werden. Dann wäschst du den Rest mit dem Reiswasser ab. Du kannst das Wasser gerne auch einfach in die Hand nehmen und direkt das Wasser auf die Haut auftragen. Ich mache das mit einem Wattepad. Du merkst, wie das Reiswasser runterrinnt. Es sollte wirklich viel, viel Reiswasser auf die Haut. Du kannst auch ein Tuch zur Hilfe nehmen, es hineintunken und so das Gesicht waschen. In Asien gilt Reiswasser als das Schönheitselixier schlechthin. Es enthält viele wertvolle Vitamine, Mineralstoffe, macht die Haut weich und die Poren feiner. Es verlangsamt die Hautalterung und ist eine wunderbare Alternative zum Wasser, welches, wie gesagt, die Haut nur austrocknet. Trockne die Haut jetzt bitte nicht einfach nur ab, sondern lass das Reiswasser entweder einziehen oder du kannst die Haut ein bisschen abtupfen mit einem Handtuch, so wie ich das hier gemacht habe. Aber sorge dafür, dass von dem Reiswasser wirklich auch was in die Haut hineinkommt. Jetzt nimmst du das selbstgemachte Gesichtswasser, entweder aus grünem Tee und Essig, so wie ich, oder aus Kamillentee und Aloe Vera. Ersteres hilft bei normaler, fetter und Mischhaut, letzteres eher für empfindliche und trockene Haut. Das verwendest du mit einem Wattepad wie ein ganz normales Gesichtswasser. Keine Angst, den Essig riecht man nicht lange. Nach ein paar Minuten riecht man ihn nicht mehr. Und fertig ist die Reinigung. Nun kannst du deine Pflegeprodukte auftragen. Ich mache diese Reinigung seit einer Weile immer morgens. Ich habe sie aber auch abends schon ausprobiert und danach als Test sozusagen mit einem Wattepad und meinem normalen Gesichtswasser nachgeschaut, ob noch Rückstände auf der Haut sind. Aber sie war ganz sauber. Es ist mir ehrlich gesagt zu so umständlich, dies zweimal am Tag zu machen, aber morgens mache ich es liebend gern. Es ist ein sehr wohltuendes Ritual und das Gefühl auf der Haut ist sehr schön. Ich richte mir das Reiswasser und das Gesichtswasser zweimal in der Woche her. Sie halten gute 3, 4 Tage im Kühlschrank. Das Reiswasser wärme ich immer auf. Das Gesichtswasser benutze ich kalt. Das ist eigentlich gerade morgens sehr angenehm. Das Sodawasser und die Haferflocken bereite ich immer frisch vor. Wenn du destilliertes Wasser benutzt, halten sich die Sachen noch länger. Noch einmal, wenn die Haut älter wird, müssen wir schonend damit ihr umgehen.
Die herkömmliche Reinigung ist da schon auch zu viel für Sie und auf diese Weise bekommt man die Haut nicht nur sauber, sondern versorgt sie mit allerlei Vitaminen, Mineralstoffen und Anti-Aging-Stoffen, wie sie zum Beispiel im grünen Tee enthalten sind. Wir bewahren Ihren pH-Wert und helfen ihr sanft, Schlacken loszuwerden. Ich bin mir sicher, dass viele von euch allerlei selbstgemachte Pflegeprodukte und Masken verwenden. Schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Das ist ja für andere Zuseherinnen auch interessant und ich freue mich auf eure Tipps. Ich probiere gerne immer wieder etwas Neues aus. Wer sich mehr Tipps zum Thema natürliches Anti-Aging wünscht, schaut sich am besten meine Homepage an. Unter dem Video gebe ich dir einen Link dazu. Außerdem wird es in den nächsten Tagen einen zweiten YouTube-Kanal geben von mir, einen reinen Produktkanal, weil wir jetzt einen Online-Shop haben und es immer wieder Fragen gibt, warum dieses Produkt oder jenes Produkt, wie verwendet man diesen Gua Sha Kam und so weiter. Jetzt baue ich einen zweiten YouTube-Kanal auf, der ein reiner Produktkanal ist für diejenigen, die im Shop einkaufen und ein bisschen mehr dazu wissen wollen. Dort findest du auch dieses Jenshura Basenbad gerade im Zusammenhang mit dieser Hautreinigung, mit der Soda-Reinigung, ist es interessant, ein bisschen zu hinterfragen, wie es um den Säurebasenhaushalt des Körpers steht. So ein Basenbad ist ein toller Weg, um die Säuren loszuwerden, weil ein übersäuerter Körper wird schneller krank, es leiden die Knochen, es leiden Gelenke, aber die Haut altert auch um einiges schneller. Meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald.